It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris, working with the resistance. Russo and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Russo and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeiführer Heinrich. And he couldn't find me. He came for my parents. And my husband. And finally, my son. Tonight, everything we've lost, everything we fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These Krauts ain't gonna give up easy. I figure we can survive Pearson, we can survive anything. I fought alongside him with Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the wolf's den. See you there. One more checkpoint. Nazi fucks. We're going. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, your cover story must be ironclad. Let's go for it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and Foreign Intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. One chance. Recruiting our inside man came at a terrible price. You're to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we'll need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Guten Abend. Papiere, bitte. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Remember, your contact's name is Fischer. He's wearing a gray officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Halt! Kein Zutritt! Zeigen Sie mir Ihre Papiere. Natürlich. Bitte sehr. Das Treppenhaus ist gesperrt und Sie haben keine Freigabe. Wie lautet Ihr Nachname? Ich heiße Schneider. Na gut. Gehen Sie zurück in diese Richtung. Ich habe Wir waren letzte Nacht auf Patrouille.
sie heute Morgen in einer Gasse gefunden. Das, was von ihnen noch übrig ist. Wo ist der Station noch? Im letzten Brief stand, er wäre in Russland. Wie läuft der Krieg denn? Wisst ihr, was sie hier will? Das Wetter ist grauenhaft und die Russen sind zäher als gedacht. Wollen wir nicht mal beim Essen darüber sprechen? Sagen, was man will, aber ich vermisse die Heimat. Oh, ich auch. Ich kann das französische Essen nicht mehr sehen. Nein, ich habe überführt, das noch nicht gesehen. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Nein, mein Fehler. Schon gut. Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Nein, noch nicht. Aber wir dürfen es auch nicht ignorieren. Ich verstärke besser alle wichtigen Sicherheitskosten. Gut, die Überwachung bekannter Verschwörer... Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller Karten. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Ja, kennst du sie? Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Sassfee. Mais qu'est-ce que... Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance! Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Sofort in den Keller! Durchsucht alle Räume! Ja, Sir! Ich glaube, ich habe schon seit einer ganzen Woche nicht mehr in meinem Bett geschlafen. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Warum stellen die nicht mehr Sekretärinnen ein? Selbst Französinnen. Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Valens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Wo ist der Station? Im letzten Brief stand, er wäre in Russland. Wie läuft der Krieg denn? Nicht so gut. Das Wetter ist...
must be brief. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sich. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English, for as you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte, nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am Du bist Herr Kommandant Spiegel. Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God! I will miss the cuisine. Take the ortolan, that tiny, delicate songbird, its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh, or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Listen! You're my comrade!
my son. It's for me. Vive la résistance. Avez-vous vu s'il portait des armes? Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es will Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Was soll die Aufregung? Fräulein, dieser Bereich ist gesperrt. Gehen Sie. Wer ist es? Keine Ahnung. Dieser Bereich muss besser gesichert werden. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Ist der Trupp bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Have to be quiet. Too far away.
denn hier los? Just one more. Now it's up to you and your team, Daniels. Something's wrong. We should go now. Hey, hold your fire to the gates. Get ready. All right, that's our signal. That garrison without us. Gotta hurry! Cars won't go down without a fight!
Tossing out a grenade! Rousseau, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reinforcements are coming. All right, do it. Over here! On it! Clear! Daniel, Sussman, head upstairs and secure the second floor. We'll clear out the rest down here. Will be here soon. We'll see them coming from here. If they get close, use the Molotovs. The whole city's fighting back. We're almost there. Got your first smoke down the street. Here they come. Daniels, aim for the driver. Everyone else, wait till they're in range. MGs, open fire! Keep them off that bridge. Getting too close. Enemies in front, use your Molotovs. Grenade out! Lobbing a grenade! Thank you.
We're making a push. You follow that tactic. Outstanding work, boys. Outstanding. We did it. The ghost forces are entering the city. Looks like we might get that champagne and caviar after all. Hey, Daniels, you still think there's a young gal looking for a handsome GI? Sorry, buddy. That was just a boost of morale. Now he tells me. City of Lights. Finally, something to celebrate. Hey, Crowley. There's no turning back. France has reclaimed Paris. No, this ain't exactly over yet. The war's not done. Ah, come on, Pearson, let them have this. That's what Turner's for.